So, herzlich willkommen, mein lieben Freund. Da sind wir wieder zurück bei meinem Pferdehof, dem wundertollsten Pferdespiel aller Zeiten. Franz hat gesagt, ich weiß nicht genau, woran ich erkenne, dass das Pferd wann, wie, wo wirft. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, wenn ich das künstlich befruchten lasse, ist es immer 100% trächtig, weil ich es nicht selber gezüchtet habe. Das heißt, es ist jetzt trächtig und ich muss einfach warten. Steige das Vertrauen des Pferdes auf 95 Punkte. Das muss ich mal machen, genau, dann kriege ich Geld. Züchte ein Fohlen, da bin ich dabei. Ah, guck mal, ich brauche noch eine Box. Ob so wirft ein Pferd das Training auf dem Reitplatz gewinne 2000, das mache ich auch noch, genau. Okay. Okay, das heißt, wir schauen mal. Reiten, füttern, pflegen. Fanny ist auf der Weide, genau, das heißt, sie kommt in den Stall. Ja, genau. Nee, wir gehen jetzt mal auf den Reitplatz und machen noch das Training. Ah, okay, dann ab in den Stall. Du kriegst jetzt hier das aufgesetzt. Wie geht's überhaupt? Vertrauen 2... Wie viel brauche ich? 95? 95. Okay, wie schaffe ich Vertrauen? Lass mal gucken. Da steht ja immer nicht, leider. Gesundheit. Ja, wahrscheinlich, indem ich es gut... Pflege oder sowas, oder? Also, kann ich mir jetzt mal so vorstellen. So, was trinken kriegst du auch. Und nochmal hier Futter. So, Kraft braucht's auch. Wie schaut's aus mit der Pflege? Oh ja, nicht so gut. Komm mal hier. Pflegen mal erst so ein bisschen. Das braucht's gar nicht. Schwamm. Passiert auch nichts hier. So, aber so, das bringt schon mal was. Nee. Also die Fellpflege bewegt sich auch nicht, oder? Nee, bewegt sich nicht wirklich was. Hier mal mit der groben Kadetsch. Das funktioniert hier. Das hier funktioniert. So, seht ihr, das Fell. Super gut. Jetzt, wir gucken mal, wir hatten 72 Vertrauen gerade. Ob wir das dadurch irgendwie hier... Ja, angehoben haben, das Vertrauen. Okay, das ist voll. Hufe auch voll. Okay. Pflege ist fertig. Zurück. Sattel drauf. Sattel drauf. Okay, und zurück. Zaumzeug drauf. Okay. Wie sieht es jetzt aus im Pferdebuch? Also das 87 ist schon hochgegangen. Aha. Wie kann ich denn jetzt die Kraft noch steigern, indem ich es trainiere wahrscheinlich, oder? Das heißt, wir gehen jetzt auf den Reitplatz. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Genau, machen Trainingsparcours Teil 2. Ich muss meinen Reitplatz mit Hindernissen bestücken. Wie geht das? Okay, wie kann ich denn das machen? Wo soll dein Pferd hin? Okay, warte mal, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Reitplatz. Ausbau. Okay. Sind das die Hindernisse dann? Dann machen wir jetzt währenddessen nochmal das Standardtraining, oder? Kann ich das jetzt machen? Nein, jetzt kann ich das natürlich nicht besuchen. Okay. Das heißt... Die Stallungen. Na, Kraft lässt natürlich ein bisschen nach. Ihr geht's aber ganz gut. Ausreiten kann ich es noch nicht. Jetzt habe ich noch nämlich die Trainingseinheiten noch nicht gemacht. Aha, also das ist schon so ein bisschen tricky hier, ne? Wenn ich jetzt auf die Weide... Ja, du kannst eigentlich auf die Weide. Genau. So, warte mal, wie ist das mit der zweiten Box? Ach, ich hab 5 Boxen. Okay, alles klar. Cool. Neue Nachricht. Fanny ist erkrankt. Oh Gott. Heute war Zahltag. Du hast 2600 Kredits Verlust gemacht. Okay. Fanny ist krank, weil sie wahrscheinlich da geschlafen hat oder wo. Weil ich sie auf der Weide liegen habe lassen oder wie? Oder auch? Warum ist Fanny krank? Gut, zurück. Das ist natürlich super schlecht, weil dann hat sie natürlich auch an Vertrauen verloren. Okay. Futterkammer.
Wundversorgung, nee, was hat sie denn? Arzneimittel, okay, Tierarzt. Ja. Oh Gott, wir rufen den Tierarzt. Untersucht und behandelt dein Pferd. Sie und? Führt notwendige Impfungen durch. Ja. Und versorgt es mit Medikamenten. Das ist auch schön. So könnte ich das Pferd auch untersuchen. Ey, nimm die Spritze weg. Tollwutimpfung hat sie gemacht. Einschuss. Wie, was für ein Einschuss? Würmerimpfung behandeln. Okay, sie hat die Standards hat sie jetzt gemacht. Das ist gut. Dann ist wieder alles gut. Das Herzstück deines Gestüts. Okay. Ich glaube, es ist wieder alles gut. Ich bin nicht sicher, ob alles gut ist. Ich hoffe einfach nur, dass alles gut ist mit Fanny. Okay. Pflege. Schaut gut aus. Ja, sieht gut aus. Okay, dann können wir jetzt den Sattel drauf und so. Es ist schon umständlich. Man muss hier schon viel rumklickern und viel tun und machen, damit man hier überhaupt irgendwas tun kann. Aber das stört mich jetzt noch nicht. Wo soll dein Pferd hin? Reitplatz. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Was heißt denn, ich muss das noch mit den... Wie soll ich denn das bestücken? Muss ich mir die Hindernisse kaufen? Wo soll dein Pferd hin? Bin ich dämlich? Oder wie geht das? Hier kannst du... Ach so. Siehst du mal. So. Jetzt habe ich Hindernisse gebaut. Wo soll dein Pferd hin? Boah, jetzt... Okay, sie hat das noch alles auf Reitplatz. Für große und kleine Pferde. Jetzt wird's interessant. Aha. Okay, come on. Come on, come on, girl. Come on. Wie kann ich denn schneller werden? So, ja, aber das ist schon ein bisschen sehr schnell. Okay, die springt echt ein bisschen lang. Ich darf nicht hinfallen. Oh Gott, ich darf echt nicht stürzen. Okay. Boah, ich will das eigentlich schon mal sehen, wie es aussieht, wenn sie stürzt. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht, aber eigentlich irgendwie schon. Gut, Runden 3 von 4. Kraft lässt jetzt gerade noch ein bisschen nach. Aber das sieht ganz gut aus. Ist ganz grün, oder? Hier so im leichten Galopp. Da so drüber. Passt, oder? Guck mal, wie viele Sekunden darf ich ihn haben? Okay, und? Sehr gut. Das ist ein Ritt in vorgegebener Zeit geschafft, uns zu stürzen. Geil. Das ist sehr gut. Okay. Stallduft. Können wir das nochmal machen? Wo soll dein Pferd hin? Für Anfänger und Fortgeschrittene. Oh, jetzt kann ich die schwere Strecke kann ich jetzt auch noch machen. Das ist aber gut. Ja, Vollgas, komm. Boah. Das ist natürlich... Boah, das sind ja voll die Riesenhindernisse hier. Ja, sehr schön. Hier wäre... Achso, wir hören ja Musik so im Hintergrund, ne, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch hört. Aber ich höre sie schon so ein bisschen, die Musik. Nein! Oh mein Gott, ich bin gestürzt! Oh nein, okay, das heißt, das zählt nicht. Das zählt nicht. Das heißt, ich habe verkackt. Oh nein. Okay, ja, ich muss ihn ohne Stütze schaffen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, das war's für heute. Vor allem, die ist ja auch noch trächtig, ne? Ich mache ja mit so einem trächtigen Pferd hier vor den krassen Action-Parcours und Stürze und sowas. Wie sieht's aus, Fanny? Hast du noch was drauf? Können wir heute nochmal? Für Anfänger und so, wir probieren das jetzt nochmal. Ich will ja den Bonus haben, ne? Ich will hier schön den coolen Bonus haben. Ja, man darf halt auch nicht zu früh springen, aber auch nicht zu spät, ne? Das ist ganz wichtig. Ich muss mich hier noch ein bisschen eingrooven. Das ist immer bei diesen Flash-Spielen. Ist das immer ein bisschen... Die haben so ganz komische Hitboxen da. So. Das war auch ganz gut. Komm schon, Fanny. Komm schon. Ah ja, sieht gut aus. Nein, was ist das letzte Hindernis? Ach, das ist so dämlich. Oh Mann, was habe ich nur getan? Ich mache Fanny noch komplett kaputt hier.
Auch schon wieder gestürzt. Ah, nee, ey. Oh Mann, das ist natürlich nichts, das ist nichts. Nein, ja, ich weiß. Vertrauen minus 12. Scheiße, Leute, scheiße. Wo soll dein Pferd hin? Auf den Rennplatz. Ah, muss ich ausruhen. Shit. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Pferdebuch? Nicht so gut, ne? Komm. Okay. Funny. Reiten, füttern, Pferdebuch. Pferdebuch. 83. Mist. Okay, wir brauchen definitiv mehr Vertrauen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Und ich muss bald Futter kaufen. Ich merke das hier schon. Ne? Gut. Angezogen ist sie noch. Pflege. Nee, ich nehme die Ausrüstung nicht ab. Ich lasse das jetzt so. Du gehst jetzt nämlich zum Reitplatz. Training für dein Pferd. So. Okay, den schweren Poko, es muss doch wohl zu schaffen sein. Das muss doch wohl zu schaffen sein hier. Kann ja wohl nicht angehen, dass ich das hier nicht packe. Mann, weißt du, auf dem vorletzten Hindernis hier noch gefailt, weil ich mir dachte, da gehst du mal auf Nummer sicher, ne, und springst nicht allzu spät ab, nicht allzu früh ab, nicht, dass du hängen bleibst. Und dann, was passiert dann? Dann springe ich zu spät, ja. Das ist immer, man bekommt immer schon den leichten Druck, hier so ein bisschen Panik am Schluss, ne, dass man das auch richtig macht. So, geht doch, geht doch. Gut. Fahne hat sich für Turnierklasse L qualifiziert. Geil. Gesundheit minus 10, das ist mir egal. Aber wieso kriegen der kein Vertrauen? Doch, plus 9. Füttern, pflegen. Ja. Was habe ich? Absolviere auf einem Pferd das Training auf dem Reitplatz und gewinne 2000 Credits. Ja, habe ich doch. Wieso? Warum ist das nicht abgeschlossen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Okay, warte mal. Wir putzen sie jetzt erst noch ein bisschen fürs Vertrauen. Ach so, Ausrüstung abnehmen. So, okay. Sieht natürlich fies aus hier, ja. So, komm, ich mach dich sauber, Mädchen. Okay, das bringt nichts. Okay, dann muss ich hier schon mit dem Schwamm. Nee, bringt auch schon nichts mehr. Da, so, okay, jetzt geht's hier rund. Ja, vor allem das Gesicht, seht ihr? Oh, das Gesicht, das ist dreckig. Okay, jetzt da, so. Aber so schlimm war es ja noch nie. So schlimm war es ja noch nie. Okay. Mähne. Nee, das bringt hier auch nichts. Was mit dem Schwamm? Schweifschwamm. Die Mähne wird dadurch auch nicht besser. Auch wenn ich sie mit dem Schwamm ein bisschen entschwemme. Oh Gott, da muss ich jetzt aber lange hinbürsten. Guck mal, bis die Mähne hier wieder ordentlich ist. Eieieiei. Was hat sie denn gemacht mit ihrer Mähne? Fanny, und Fliegen hast du ja auch. Und eine Miezekatze. Ich meine, schon gut süß mit der Miezekatze, ne? Aber wie trächtig bist du eigentlich, Fanny? Das würde mich schon mal interessieren. Wann ist es denn soweit? Wann kann ich denn dein Fohlen verkaufen? So. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Das hat mal gecheckt. Pferdebuch. 89 Vertrauen. Ja, und wie viel muss ich haben? 95 Punkte. Achso, 89. Ich brauche 95. Pferdebuch. Ist ja unschaffbar. Nee, ich habe 98. Also ich habe schon genug. Aber wann kriege ich denn die Credits dafür? Wann kriege ich denn dann die Credits? Jawohl. Das habe ich erreicht. Ja, das habe ich. Immer am Tagesende. So, jetzt haben wir wieder Credits, Leute. Geil. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis wir wieder da sind bei Pferd und Pony. Mein Pferdehof. Bestes Spiel. Information. Funny von Einschussgehalt. Nice.